Sollen wir dann einfach mal rein? Ja, mach doch, wenn du dich traust. Ja, natürlich. Also das Schöne ist, ich wollte eigentlich klicken, habe es immer noch nicht getan. Ja, dann, jetzt bin ich da. Das ist gut. Ja, wie ihr seht, haben wir den 7. September. Also, ne, wenn ihr was anderes im Kalender stehen habt, ist das falsch. Oh, verdammt. Ist mein Urlaub ja schon wieder rum, scheiße. Nein. Da kommt der nächste aber schon bald. Ja, genau. Ach, Mann. Das Spiel ist von Emika Games, wo wir auch das letzte Spiel von gespielt haben, nämlich Father's Day. Hi. Ja. Selber Entwickler und ja, natürlich ein Horror-Game, ein kurzes Horror-Game. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Hm. Schon eine Auszeichnung gekriegt. Hello. Hello, you have started the game. Ja, boah, juhu. Wahnsinn, ey. Dass ich das noch erleben darf. Hammer. Voll das Erfolgserlebnis. Ja. Okay. Was ist denn hier los? Wieso denn Jingle Bells? Das ist gar nicht Jingle Bells. Du bist im Früh dran. Oder ist das Jingle Bells? Es ist lang, ich glaube, das ist sowas Ähnliches. Ja, aber es ist nicht Jingle Bells. Oh, nee. Doch. Ja, stimmt, ne? Ist ja auch hier ist ja auch ein Stern und so. Nee, vielleicht arbeitet der schon an Weihnachten. Ah. Ich nehme mal den Stern. Oh ja, jetzt habe ich es auch gehört. Wäh? Warum hast du den Stern genommen? Ein paar Stunden zuvor. Jetzt krieg ich schon wieder eine Auszeichnung. Such is September. Ich bin gespannt, ob wir uns jetzt wieder so oft erschrecken. Ja. Alter Schwede. Lexi, das letzte Spiel war gemein. War schlimm. Okay. Oh mein Gott. Ich glaube, ich bin selten so gehüpft und gebrüllt wie bei dem Spiel, ey. Ja. Alter Schwede. Ja, war auch geschickt eingesetzt. Die Jumpscares kamen nicht so oft, sondern immer dann, wenn du eigentlich gedacht hast, du bist in Sicherheit, gefickt dann hast du einen erwischt. gefickt eingeschädelt, ja. Gefickt eingeschädelt. Ich muss nach Hause, das ist unsere Aufgabe, okay. Jo. Die nackig. Was ist denn hier überhaupt? Ja, es donnert halt. Ja, ich wollte überhaupt sieht mal so ein bisschen... Sieht ja Sowjetunion-mäßig aus. Ja, ich glaube, Emika Games ist ja irgendwie russisch. Ja. So. Ich muss nach Hause. Ja, gehe ich in die falsche Richtung? Das, was du mir sagen wolltest damit. Ich fand es schön da. Ich wollte mal gucken. Ja. Läuft es eigentlich flüssig oder müsst ihr gleich gübeln? Bisher ist alles normal. Bis jetzt geht es ja. Ja, dann ist gut. Ja, wenn du dich nicht immer so schnell im Theater drehst, aber sonst ist okay. Ja, aber so schnell ist das gar nicht. Doch. Gar nicht wahr, ey. Doch. Ich hab letztens noch ein Video. Boah, das hätte ich dir mal zeigen müssen. Danach würdest du mich glücklich schätzen, mich hier als Spieler zu haben. Ja, deswegen gucke ich diese anderen Let's Plays gar nicht, weil ich habe das ja einmal gemacht, bevor wir damit gestartet haben eigentlich. Bin wirklich reihen gegangen. Ohne Scheiß, das war richtig krass, ey. Ja, gut. Ja, du bist dann wohl sehr anfällig für Motion Sickness. Ja. Da. Wer ist das nicht, ne? Ich. Also jedenfalls nicht so extrem. Also es kann schon auch passieren, aber da muss schon viel kommen dafür. Ja, echt. Ja. Ich finde es jetzt gerade, oder es ist halt keine Ahnung warum, aber ich finde es anstrengend. Was? Echt? Ja. Okay. So miso. Ja, ich habe das Gefühl irgendwie, bei jeder Kopfbewegung, Kameradrehung oder so, dass. Irgendwie, weiß ich nicht, da kommen meine Augen irgendwie, habe ich das Gefühl, nicht hinterher bei dem Bild, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schlägt mir das schon auf den Magen. Okay.
Naja, dann musst du so lange die Augen zumachen, bis wir drinnen sind. Ich glaube, ja. Das Problem ist bestimmt nur draußen drinnen, sieht das ja dann anders aus. Ja, okay. Ich hoffe, dass das so ist. Und nachher wird dann drinnen gefragt, so, was hast du draußen gesehen? Ja gut, wir machen ja nicht alle die Augen zu, dann... Oh. Wie er guckt, ist gut. Ja. Hm. Die Figuren kennen wir aber auch schon aus anderen Spielen, ne? Ja, die kommen mir bekannt vor. Ich weiß aber auch nicht. Okay, darunter dürfen wir wohl nicht, obwohl ich sie schön finde. Schönes. Wieso? Was ist denn da schön? Schönes Licht. Da liegen. Ja, okay. Ja. Das, hier ist so normales Licht, Thomas. Mhm. Hier sieht ihr deine Aufgaben an. Ja. Ach so, Anja meinte, sie habe mir eine Überraschung an der Tür hinterlassen. Ach ja? Hat sie dagegen gespuckt oder so? Eine Bombe. Überraschung. Nur für dich mit Liebe. Ich glaube, wir wohnen hier nicht. Wir müssen wohl noch höher. Oh, da sitzt noch so eine Puppe. Da steht eine. Na du. Na, die sieht nicht so aus, als wenn ich zu dir gerne na du sagen würde. Die ist mir schon nicht geheuer. Sieht aus wie bei Ghost Dings Bums Tralala. Fällt der Name nicht mehr ein. Ist auch schon nicht mehr. Sorry, aber die Musik war am Anfang wieder so laut und ich muss jetzt mal wieder einen Tick erhöhen hier. Erhöhen mal einen Tick. Weiß nicht, wie viel es sein muss. Muss ich mal umdrehen. Ja, dreh dich mal um. Da ist doch irgendwas, irgendwas hört man doch da drin. Wumms. Kann ich mal klingeln? Kann ich nicht. Schade. Na ja, gut, ich meine, das ist halt eine Wohnung, ne? Vielleicht ist da ja jemand am Wohnen drin. Wo liegt ein Kätzchen auf der Fensterbank? Ein Kätzchen! Oh, Schnurr! Oh. Verzeih! Okay, die fast übersehen, das wäre natürlich traurig gewesen. Ja, ja. Da steht ein Geschenk. Oh ja. Sumi ist voll auf Geschenke aus. Da ist ein Kätzchen, da steht ein Geschenk. Hier, ein Eichhörnchen. Ja. Anja und Dima. Also wir sind Dima. Okay. Warum gingen die so aufreizend langsam auf die Tür? Oh. Papa schaltet den Schock. Was? Das war, ging mir zu schnell. Das war jetzt zu schnell, konnte ich noch nicht lesen. Mach das Licht in der ganzen Wohnung an. Ja, das ist wahrscheinlich keine schlechte Idee. Das ist ja richtig ist schwarz. Was ist denn das Lichtschalter-Ding? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Ich glaube, wir bleiben hier. Hier ist hell. Das Schlüssel, das kann ich alles nicht nehmen. Toll. Wie soll ich denn das... Spiegel kaputt. Ich sehe doch überhaupt nichts. Wie soll ich denn... Hallo? Ja, oder sind da ja in Russland die Lichtschalter anders irgendwie? Ist das das, was da oben ist, ein Lichtschalter? Nee. Nee. Okay. Man weiß es ja nicht. Ich war da noch nie. Ja, ich kann mich ducken. Okay. Du warst hier noch nicht? Nee. Verstehe ich nicht. Tja. Hast du eine Taschenlampe vielleicht automatisch? Hm. Hey, oh, ein Feuerzeug, yay. Das wollen wir auch mal sagen können, mal nach aber okay. Sprichanlage. Licht. Nee. Guck mal, aber das ist scheint ja kein doch, Licht. Muss doch ein Lichtschalter sein, oder? Oder ach so, mit dem Strom war doch irgendwas. Das hatten wir nicht richtig lesen können. Da bestimmt so. Irgendwie Strom ausgeschaltet. Muss den Sicherungskasten suchen. Da oben. Aber da. Ist doch. Nee, das ist einer. Öffne die Box mit dem Geschenk von. Was war das gerade für ein Geräusch? Oder war das? Hörte sich an, dass jemand die Kerze ausgelassen hat. Nee, also die hier. Ja. Ist dann wohl passiert. Wird man das Feuerzeug ausmachen?
Weil sonst brauchen wir das nachher nochmal und dann ist es leer. Ja. Kinder. Meine Pappenheimer. Oh. Morgen am 7. September ziehen wir um. Dima muss zur Schule gehen und Onkel Vityas Auto hat kurz vor dem Umzug eine Panne. Wir haben schon so viel Zeit aufgeschoben. Jetzt müssen wir uns überlegen, wen wir um Hilfe bitten. Ich hoffe, dass du in ein paar Tagen jemanden findest, mit dem du unsere Sachen aus der alten Wohnung abholst. Das Nötigste nehmen wir erst einmal mit. Ruf mich an, sobald du das gelesen hast. Ja, die Übersetzung ist ein kleines bisschen holprig, aber geht. Holprig. Halt so nicht. Ablehnen. Das musste ich leider ablehnen. Hast du auch eine Kerze ausgepustet? Hast du gelesen, dass Papa schon alle Sachen mitgenommen hat auf den Zettel? Nein. Ja, stand da. Auf welchem Zettel? Nein, stand da gerade da unten. Achso, den habe ich nicht gelesen. Was? Ja. Siehst da, alles gerade so verwirrend, wenn Lexi hier Kerzen ausbläst. I'm sorry. So, und jetzt? Wofür soll das sein? Das was ist denn das für Dinger? Vielleicht ist das... Sind das Lampen? Ich weiß es nicht. Das sieht schon komisch aus. Ich glaube, ich brauche doch wieder das Feuerzeug. Okay. Da geht aber nirgendwo was auf. Können wir das mal auf Deutsch übersetzen hier? Oh, Schuhe. Achso. Kannst du das noch nicht aufmachen? Doch. Oh, das war ja, aber ein hübsches Geschenk. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh mein Gott. Also tatsächlich fände ich das cool, wenn ich das Geschenk bekäme. Ich könnte es mir allerdings nicht zum Beispiel in Schlafzimmer legen. Ja, genau. Ich kein Auge mehr zumachen. So nicht die ganze Zeit an Start. Ja, aber sonst finde ich die eigentlich ja ganz cool. Ne? Oh, ja, geht schon. So. Oh, das ist auch so typisch, ne? So dieser riesige Teppich an der Wand. Ey. Ich weiß überhaupt nicht, warum man sich einen Teppich an die Wand hängt. Ich hab's noch nie verstanden. Naja, weil es ein Wandteppich ist. Ja. Warum? Ja, kann man den ja nicht auf den Boden legen, wenn es ein Wandteppich ist. Ja, aber jetzt erklär mir den Sinn von einem Teppich an der Wand. Ich wollte gerade das machen, was du mit anderen Leuten immer gerne machst. Ja. Dieses minimal verwirren, oder was? Ja. Ja, danke. So, da kann ich jetzt nichts tun. Also musst du auch gar nicht immer petzen. Nee, nicht immer, aber manchmal. Was ist das für Musik? Ich kann nichts tun, ich weiß nicht. Da kann ich nichts tun. Warum kann ich nichts tun? Vielleicht muss ich auf den Teppich. Bleib mal auf dem Teppich, ja. Ja, komisch. Warum kannst du so nichts machen? Muss doch irgendwas. Kannst Sinn du Zigarette machen? Nehmen? Man nee. Braucht uns zwar alle nicht, oder? Aber. Nee. Und Dimas darf ja wohl nicht rauchen. Dimas ist doch ein Kind, habe ich jetzt richtig verstanden. Ne? Habe ich jetzt auch so verstanden. Er muss doch zur Schule, ne? Ja. Hm. Ah, da ist die Tür. Ja. Oh, das ist auch schon. Arbeitszimmer. Ach, der ist aber süß. Ein Elefant? Ja. Was? Das ist das. Ich würde meinen Rucksack aussortieren. Die erste Woche an der neuen Schule ist heute zu Ende. Wow, ich gehe jetzt mit Anja irgendwo hin. Okay. Ja, okay, gehen wir mal mit Anja irgendwo hin. Boah, ich hab grad gedacht, wer spricht? Boah, es war aber. Was ist das denn? Boah. Ich dachte, wer macht das denn jetzt? Ich hab einen von euch vermutet. Ich wollte gerade Discord anmachen, also aufmachen und gucken, ob wer da mit dem Stream ist hier. Ja. Hallo? Das geht's aber wirklich. Das kann ich.
Oh mein Gott. Dreh durch, ey. Dima, ich bin so froh, dass wir beide an der gleichen Schule studieren und nebeneinander wohnen. Wir hatten einen tollen Sommer und ich wollte mich gar nicht so sehr trennen. Gar nicht so sehr trennen, nur so ein bisschen. Super. Ruf mich heute um 22 Uhr an. Papa wird um diese Zeit das Haus verlassen haben, dann können wir reden. Oh, reden. Oh, ja. Ja, aber 22 Uhr, wenn ihr noch in die Schule müsst, dann ist das eigentlich schon Schlafenszeit, ne? Ja gut, wir wissen ja nicht, auf welche Schule, ne? Ja. Sieh dir deine Aufgaben an. Schon wieder? Ja. Sieh dir die Liste der Aufgaben auf dem Kühlschrank an. So. Ja. Da hast du aber viel ansehen. Ja. Guck mal, ein Wandteppich. Da hängt auch ein Wandteppich. Ich kack ab, ey. Oh. Und die Tapete, ey, alter Schwede. Ja, es ist schon sehr cool gemacht eigentlich. Ja, ich glaube, das ist alte russische. Nicht alter Schwede, es ist alter Russe, die Tapete. Ja, genau. Ding, 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 ding. No. Da sind mehrere Songs drauf. Ja, cool. Naja, gut. Ausmachen kann ich es scheinbar nicht. Oh. In dieser Wohnung ist die Verkabelung defekt. Das Licht geht ständig aus. Ja, das ist uns gerade auch aufgefallen. Und warum brummt das jetzt auf einmal so? Oh Gott, ey. Jetzt machen sie uns wieder fertig. Psychisch machen sie uns jetzt. An der Haustür. Aber wir sind, selbst wenn wir Teenie sind, machen wir die Tür nicht auf, ne? Machen wir nicht? Nein. Ich glaube, es bleibt eh keine Wahl. Ja. Wir müssen durch dieses Vorhang-Ding. Ja, ich weiß, ich will aber nicht. Trau dich. Ey. Scheiße. Warst du das? Da sitzt die Puppe. Das war das. Die Puppe hat uns das Feuerzeug ausgepustet. Und geklopft wahrscheinlich. Jetzt guckt er woanders hin. Ja, der guckt uns nach. Ach so, er guckt zur Tür, weil da hat ja... Oh, coole Schuhe, hast du gesehen? Rote High Heels. Rote High Heels? Und nach rechts und guckt. Ach da, okay. Aber sehr spitz, alter Schwede. Okay, da hat ja wohl keiner geklopft, ne? Ach cool, ich kann's abziehen. Ja, haben wir nicht. Ja. Da freue ich mich auch immer, wenn ich so Sachen machen kann. Auch in echt. Auch in echt, ja. Oh, guck mal, da kann man abziehen. Abziehen, cool, ey. Ja. So bei, ja. Bei Leuten, die zu Gast dann, oh je, kann man abziehen. Hier ist auch Glow vorbei. Spül. Erstmal überall das Wasser aufdrehen. Kette auch. Krankheit. Jetzt hat er uns aber nicht nachgeguckt. Jetzt hat er weiter geradeaus ins Badezimmer geguckt. Stimmt. Uah. Achso, Kühlschrank, da wollten wir ja auch hin, ne? Ursprünglich. Ja. Ja, wir hatten noch die Aufgabe, Aufgaben am Kühlschrank. Ach ja. Dima, Papa und ich machen uns große Sorgen um dich. Ja, ich mach mir auch schon große Sorgen um mich. Aber versteh doch, das ist nichts weiteres als eine neue Schule. Das machen viele Leute durch. Dad möchte, dass du uns hilfst, den Umzug schneller zu bewältigen. Können wir morgen reden, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme? Nein. Okay, Mama, ich helfe dir. Nicht nein. Aufgaben von Papa. Erstens das Sofa aufräumen. Zweitens das Geschirr abwaschen. Drittens das große Zimmer aufräumen. Viertens die Küche aufräumen. Fünftens bring den Müll raus. Denn noch alles, ey, arme Papa. Oh, die Puppe rennt wieder durch die Gegend. Und ist jetzt am Klavier. Ein Klavier, ein Klavier. Ich soll mir meine Aufgaben ansehen, stand. Hä? Ja, ja. Richte das Sofa und den Sessel, wozu. Aber, ja, okay.
Okay. Als Papa entlassen wurde, mussten meine Eltern unsere Wohnung verkaufen, um den Kredit zu bezahlen. Jetzt leben wir hier und es scheint, als würden wir wieder ganz von vorne anfangen müssen. Danke sehr. Bitte, bitte. Sogar oben drauf. Ich komme mir ein bisschen vor wie ein Kofflun hier. Das... Ja, schon so ein bisschen, ne? Ja. Ist das nicht gefährlich, wenn da überall die Glasscheiben kaputt sind? Ein Machtgläser oder was? Ja, ne? Ja. So, Moment. Hier sind wir doch richtig. Genau. Klavier kann ich nicht. Natürlich. Ja, schon wieder. Ah ja. Oh je, können wir nicht besser wieder die Laken drüber machen? Die Spülte das Geschirr ab. Man, das ist ja jetzt hier Arbeit, Haushaltsarbeitssimulator. Ja. 2024. So. Oh. Das ist der Elefant, den fand ich ja nicht schlecht. Ist jetzt nicht schlimm. Ich weiß zwar nicht, wie der. Oh, der Gesichtsausdruck ist aber jetzt ein bisschen. Ja, gut, der ist am Auge verletzt. Ja. Kann der ja jetzt auch nichts für. Ja. Obwohl, man weiß es nicht. Wo willst du denn das Geschirr spülen? Wo ist denn da das Waschbecken? Ach hier. Итак, я стою здесь на несколько ночей, записывая репортаж. С собой у меня видеокамера, спальный мешок, рюкзак с вещами и едой. Короче, мы блогер. Текст на 2 секунды. Как ты можешь читать его 8 лет? Мы любим тогда reden. Нет, я хочу тебе ударить. На стробе. Deine Russischkenntnisse beeindrucken mich immer sehr. Ja, reicht doch, oder? Nein, ja, groß. Mehr muss ich doch eigentlich nicht wissen. Eigentlich nicht. Räumen wir das Wohnzimmer auf. War aber doch gerade. Warum machen wir das nicht in einem Atemzug? Damit du nicht aus dem Laufen rauskommst. Ja. Mein Ohr. Ja, ich habe es auch. Was denn? Ist auch gespürt. Ja, jetzt. Dieses Katzen plötzlich auf der linken Backe. Was? Es hat einmal so gescratcht irgendwie. Aber, ja, ne, gut. Hab ich so gehört. Was, ja. Da braucht man ein sehr feines, professionelles Gehör. Oh, oh hallo. Muss das sein? Oh, und, da steht das links. Ist das die Puppe oder ist das der Elefant? Elefant. Oder? Oh mein Gott. Hallo? Der verschwindet jetzt dann dahin. Oh fuck. Was zum Teufel ist mit diesem Schalter los? Ich werde. Geh und schalte das Licht im Flur an. Ja. Also, das Letzte, worüber ich mich jetzt wundern würde, wäre das Licht. Ich würde eher denken, was ist hier sonst so los? Ja, ja. Oh. Die Tür gehen wir nicht mehr durch. So, oh mein Gott! Was? So. Oh mein Gott. Hä? Geh mal, guck noch mal ganz zurück auf den Kühlschrank, bitte. Guck mal, da sitzt jetzt da ein Püppchen. Das stand vorhin aber nicht da, oder? Das kann ich dir jetzt echt nie sagen. Also ich auch nicht. Sehe es jetzt auch zum ersten Mal, aber. Aber oh. Na, boah, alter Schwede, jetzt bin ich wieder fast. Das hat mich wieder jetzt gar nicht erschreckt irgendwie. Oh, das war zu laut. Ja. Oh mein Gott. Ja. Kann man den nicht irgendwie.
nicht irgendwie festkleben? Räumen wir das Wohnzimmer auf. Ja, wollten wir ja. Das sieht aber auch wüst aus da, ey. Echte, was soll ich denn da anfangen? Ach, nimm meinen Besen. Okay. Oh no. Mach ich jetzt mit dem Besen? Ach so, machst du das. Wow, das ging ja schnell. So hätte ich das zu Hause auch gern. Aber hallo. was soll ich mir ansehen? So, aber die Küche. Okay. Auf einem Fleck stehen bleiben, so schwupps, das ganze Raum frei. Ja. Voll cool. Es bleibt nur noch den Müll rauszubringen, okay. Nehmen wir dies. Oh, ey, die Puppe macht mich daran. Ich sollte diese blöde Puppe wegwerfen, ich weiß nicht, ob du das überlebst, wenn du die wegwirfst. Ich befürchte, das hat Konsequenzen. Mhm. Da die Puppe auch immer im Ladebildschirm hier drin ist. Ja gut, werft den Apfel im Mülleimer. Da wäre ich jetzt schon von alleine drauf gekommen. Steht die Frau noch draußen? Kannst von hier nicht sehen, müssen eine Etage tiefer, aber Katze ist nicht mehr da. Ah. Jakob Forster. Wie das wohl sein mag. Ich wollte gerade sagen, ich höre aber auch was, aber das war jetzt, glaube ich, Lexi. Oh, das ist diese Scheiß-Tastatur, ey. Oh, ja. Nee, die Frau ist weg. Da bewegt sich. Ja, das ist ein Vogel. Der war vorhin auch schon da. Der Vogel? Vogel. Ja. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Ist der Müll vorne raus oder müssen wir. Achso, hier. Vielleicht kannst du einfach da hinschmeißen. Hab ich auch gerade gedacht, sieht so aus, als müsste das so. Da ist Überschwemmung. Stimmt. War das Wasser vorhin auch schon da? Da bin ich mir nicht sicher. Habe ich natürlich nicht drauf geachtet. Natürlich nicht. Ich hab das aber auch nicht gesehen. Oh, das waren wir. Niemals. Doch, klar, bist du irgendwie dagegen gelaufen. Das finde ich wohl sehr hübsch, diese Autoreifen mit den Blumen da drin. Ja. Das ist total cool. So, hier wohnen ja eine Menge Menschen noch, ne? Oh, das Gewitter, ey. Jetzt, warte, ich muss den Ball, wo ist der Ball hin? Ich muss dem Ball folgen. Ich sehe den nicht mehr. Ich auch nicht. Verdammt. So, da sind doch Müll. Sind doch Müll, das ist deutsch. Okay, Errungenschaft, bye bye. Ja, pass auf, wenn du jetzt wieder in die Wohnung gehst, sitzt die Puppe wieder da. Jede natürlich, Wette. Ja klar. Komm nach Hause. Ja, da ist der Vogel. Das ist eine Elster, ne? Oh, da oben steht die Frau an der, am Fenster. Ach, scheiße! Wo wir gerade gestanden hatten, rausgeguckt haben. Oh Gott. Oh, oh mein Gott. Ja, wieso ist die Tür offen? Vielleicht, weil da gerade eine Frau reingekrabbelt ist. Aber ist nur so eine Vermutung von mir. Oh, ey, da hab ich gleich schon wieder Puls von was weiß ich was, ey. Und jetzt ist die Frage, warum gehen wir hier rein, ne? Ja. Da unten sitzt, links sitzt, unten sitzt eine Puppe mit leuchtenden Augen. Ja. Und ich habe gerade die Errungenschaft Strange Neighbors bekommen. Ja.
Das ist ja gruselig. Scheiße, was für Störungen. Wer ist diese Frau? Hä? Oh Gott. Geht's ihm gut? Aber die weint. Aber die weint. Ich weiß. Und ich höre... Da ist Puppe. Ah, die kennen wir aus Father's Day hier. Ja. Ich noch nicht, aber jetzt kenne ich sie. Aber jetzt kennst du sie auch. Dürfen wir vorstellen. Also raus sollen wir wohl nicht. Kommen wir nicht raus. Oh nein. Oh Gott. Jetzt ist die Puppe weg. Ich kack ab, ey. Und was macht ihr? Das Geräusch macht... Oh mein Gott. Ach, jetzt haben sie erstmal zugenagelt hier. Oh nein, was geht denn hier? Was ist los hier? Das ist ja Stress. Ein bisschen. Nur weinen sie mal nicht, alles wird gut. Oh, da sind ein paar Bretter weg. Stimmt. Brauchten sie wohl, um mir auf der anderen Seite zuzunageln, aber... Aber wie komme ich jetzt hier weiter? Ja, der rennt doch schon wieder da rum. Er tut doch nicht Not. Liegt da auf dem Boden irgendwas, was du benutzen kannst? Dieses Türgesattel, das macht mich ja total bekloppt, ey. Ja. Oh, ist das süß. Spiel mit mir, ja, ich... weiß nicht. So doch niedlich. Ja schon, aber dieses Spiel mit mir ist so... Ich will ein Spiel spielen. Und jetzt bist du tot. Genau. Wunderbar. Ja, scheiß drauf, ich geh nach Hause. Das ist die richtige Einstellung. Ja. So, jetzt ist bestimmt die Frau... zugegangen. Ja. Frau ist nicht da. Aber vielleicht war das ja auch die, die jetzt da eingeschlossen ist. Ich weiß es nicht. Aber wie soll ich jetzt mit dem Hasen spielen? Ja, siehst du das Typ? Hello, my old friend, ja. Ja. Wo ist denn das Telefon? Oh, eine Armbanduhr als Wanduhr, ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wo das Telefon ist. Da scheinbar nicht. Ach, das hing doch irgendwo an der Wand. Warte mal. Eine Küche wohl. Ah, da. Dima, wohin bist du verschwunden? Du hast vor 3 Stunden in deinem bist vor 3 Stunden in dein Haus gegangen. Mein Zimmer liegt zum Innenhof. Ich ging zum Eingang und unser Nachbar im ersten Stock hatte die Tür offen stehen. Ich nahm an, dass etwas passiert war und beschloss nachzusehen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so viel Zeit vergangen war. Von welcher Nachbarin sprichst du? Sie ist letzten Winter gestorben. Was? Bist du sicher, dass sie es ist? Anja, wo hast du diese Zwergengruppe gefunden? Nun. Du ist hast egal. Die Schachtel mit der erleben. Zeichnung. Da ist jemand, was zum Teufel ist das? Nein. Anja, was ist hier los? Was hast du gesehen? Also sie hat es auf jeden Fall nicht... Sag mal. Alter. Die Geräusche sind schon heftig, ey. Also sie hat uns auf jeden Fall nicht die Puppe geschenkt. Und wir waren 3 Stunden in der Nachbarwohnung. Ja. Kam mir fast so lang vor, ja. Was leuchtet denn da unten so rot? Das ist doch... Da steht jemand. Die Puppe. Das ist aber eine andere Puppe. Oder? Nee, ich meine, das wäre... Ich keine Ahnung. Oh, guck mal. Ist das für... Oh. Das sieht aus wie der eine Clown aus dem vorherigen Spiel.
war halt eingepackt irgendwie. Weißt du, der Große, der immer in der Ecke stand? Ja. Wie viele Messer habe ich in 3 Schubladen in der Küche versteckt? Ablehnen. Ja, lass mal gucken. In 3 Schubladen in der Küche. Aber wir sind doch in der Küche, oder? Ja, ja, aber da sind doch noch... Achso, aber du kriegst doch gar nicht auf, hä? Nö, ich kann gar nichts machen. Die hier? Auch nicht. Musst du das erst auf Seite ziehen oder so? Ich konnte mit dem Ding auch nichts machen. Der hat da bestimmt irgendwie, guck mal, das ist da alles blutig. Und dieser Stern, und da hat den Stern im Kopf steht. Da ist doch bestimmt irgendwie der Vater oder die Mutter dran oder so. Kann gut sein. Sehr unangenehm. Ja. Kann ich hier... Okay, wir gehen mal hier raus. Ah. Noch ein Geschenk. Okay. Das, was aber auch ein bisschen blutig aussieht. Aha. Das ist so eine komische Abwechslung hier zwischen Horrormomenten und... Oh, ist das süß. Mhm. Da musst du bestimmt... Oh. Ja, Ding eingeben. Ich... Mach mal Reset. Weil ich glaube, wir brauchen da wohl erstmal eine Zahl, wa? Ja. So, gut Glück wird das wohl nichts. Wo finden wir denn eine Zahl? Da ist eine Uhr, aber die läuft tatsächlich. Am Telefon kann ich nichts. Ne, da sind ja keine Messer bei. Vielleicht ist das mit den Schubladen ja falsch übersetzt, aber... Ah. Oh! Oh, oh, oh! Okay. 10 bis 5. Und geht dann nach links. Und ich habe tatsächlich gerade die Messer gezählt, ey. Ja, klar, warum nicht? Geh nach links. Ja. Ja, super. Na du. Ja, aber. Wir brauchen aber immer noch einen Code. Ja. Vielleicht ist 5 schon die erste Zahl. Könnte sein, ne? Zelle bis 5 geht dann nach links. Hm. Vielleicht muss ich da erst eine 5 eingeben. Und holen hier noch. Oh, nix. Probier mal eine 5 einzugeben. Finde 4 Weihnachtsbaumspielzeuge, wenn du durch die Luke gehst. Und welche Luke? Ja, wahrscheinlich. Also eine 4? Hm? Gib mal noch eine 4 ein. Ne, 5, 4. Ich dachte, der hätte die behalten. Ja. Den habe ich auch gedacht, aber. Aber vielleicht kannst du jetzt erst da durch die Luke gehen. Dass die jetzt erst auf ist, weißt du? Ich dachte eigentlich, das Ding ist für die Luke. Ja, dachte ich auch, aber... Was meint er denn so? Ja, oder es ist wieder eine falsche Übersetzung mit Luke, weißt du? Das wäre natürlich ärgerlich. Mhm. Also ich... Oh, da ist ja noch eine 3. Ach, 3, 5, 4. Ach so, 3 Schubladen, ja. 3, 5, 4. Aber eine Zahl fehlt uns dann trotzdem noch. Ja. Tut, tut.
Aber mussten wir vielleicht tatsächlich auch Messer zählen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn das hier mitzählt, was das. Aber wahrscheinlich müsste es mitzählen. Also 3, 5, 6, 4. Wisst man nicht zuerst die 6? Das war doch der erste Hinweis, oder? Nee, 3. In 3 Schubladen versteckt. Ach so, ja, richtig. Also 3, 6. 6, 3, 5. Wir mussten erst den Zettel lesen, oder nicht? Ach, warte, 3, 6 und 4. Genau, also so würde ich das zumindest. Reset, genau. 3, 6, 5, 4. Wow. Wow. was sollten wir hier nochmal mit der Google? Wow. Nein. Oh, ich bringe jede was vom Stuhl. Ist doch nicht richtig. Oh, okay, da ist hier zu. Ja, okay. Bin echt gar nicht schreckhaft dran. Oh Gott. Ja. Weiß auch nicht warum. Ja, ist wahrscheinlich, weil du nach dem Nokia-Handy suchst. Das... Ich such doch gar nicht nach meinem Nokia-Handy. Ich guck die ganze Zeit mit. Das ist... Hyperfokus. Na gut, wir gehen mal hier rein, wa? Es ist ja so hübsch. Immer hübscher da drin. Ja, schon, ne? Ist das nicht für uns? Ich wollte noch ein Geschenk öffnen, gerne. Hier, guck mal, da liegt ein Auge drin. Ja, das wollte ich auch nicht öffnen. Oh, da ist auch noch. Zu machen hier. Ich wette, da liegen sind überall Leichenteile drin, ey. Oh ja, das kann gut sein. Das wird ein schönes Weihnachtsfest. Ja. Aber wir haben ja immer noch September. Oh, Glocken. Ah. Die nehmen wir mal mit. Okay. Oh, ich hasse das, wenn der rumläuft. Eine Brechstange, okay. Ja, wahrscheinlich da, wo diese ganzen Sachen rumlagen, ne? Da hängt wieder ein Zettel an der Tür. Ein nettes Geschenk. Ja, ich sag ja, da sind überall Leichenteile drin. Jede Wette. Willst du nicht erst gerade einen Zettel oder kennen wir den schon? Was, welchen, wo? An der Tür. Dreh ich mal nach links und geradeaus gehen. Guck da. Nein, da, jetzt rechts, da, geradeaus. Komm noch nicht Komm rein. Komm noch nicht rein, okay. Ja, wir warten aufs Christkind, oder was? Ja. Okay, lass uns die Brechstange so. Ja. Ey, das sind alles Leichenteile, ich wette. Voll ab Arsch. So, hier ist ja dicht. Rechts in der Ecke. Säge. Rechts unten in der Ecke. Das ist, Entschuldigung, links unten in der Ecke. Das andere rechts. Nee, aber auch nicht. Hier ist nur eine Säge. Oh, das ist ein Zettel. Haha, ich hab es weggenommen. Ja, danke. Blödmann. Axaxa heißt das dann. Aha. Axaxa. Axaxa. Hey, weiter. Ablehnen. Ja. Oh, das Blut wird auch immer mehr auf dem Boden, ey. Oh, ja. Alter, oh, Schwede. Stimmt. Oh mein tropft Gott. Das eigentlich das tropft nicht. Frisch aus. Was schmatzt ja, denn hier so? Ja, ich hab auch was gehört. Kann ich jetzt rein? Nee. Wo ist diese verdammte Brechstange? Was ist in dem kleinen Geschenk? Ah. In dem anderen ist ja das Auge. Und was ist da drin? Kann man nicht so gut sehen, ne? Irgendwie nicht.
Da war vielleicht mal, es sieht so aus, als wäre es schon rausgenommen worden. Vielleicht das andere Auge. Boah, es ist ekelhaft. Irgendwas schmatzt da auch. Schmatzen ist toll. Das ist bestimmt die Zunge, die da liegt. Die war da bestimmt in einem anderen Geschenk. Boah. Ui. Ja, aber wo ist die... Doch nicht. Drin nix. Eine Schere ist da, aber das ist ja keine Beistelle. Nicht wirklich. Ausgerechnet an der Stelle brauchen wir jetzt länger. Was suchen wir jetzt nochmal? Da, da ist da. Da, ja. Brechstange, okay, das war. Okay. Ja, da hat die auch gar nichts dahin getan, weil die waren vorher nicht da. Ja, genau. Der Sack. Der Sack. Was schmatzt denn da noch? Na, mal gucken. Keiner mehr. Okay. Dann mal ein Kneifer. Da war ein Kneifer, jetzt ist er weg. So ein Kneifer. Ja, so ein Kettendurchkneifer. Eine Zange. Ja, da war eine, stimmt. Jetzt ist er weg. Guckt die ganze Zeit auf den Boden und denkt da plötzlich, ja, was ist das denn? Brauchst du einen Bolzenschneider? Ja, das war das Wort. Im Schrank versteckt. Kneifer. Ja, im Schrank versteckt. Hab ich nicht so gewählt aus. Mein Name ist Schneider Bolzenschneider. Unser Geheimagent. Das wird auch niemals aus meinem Kopf rausgehen, ey. Okay, also im Schrank. Also hier. Ja. Blödes Viech. Warum springt das immer so? Was soll denn das? Ne, frag ihn mal, wenn dann nächstes Mal sehen. Ja. Ah, oh Gott, ich mag ja so Weihnachtslichter, ey. Ist ja toll. Ja, ja, schon. Unter anderen Umständen. Ja. Finde ich. Bitte was? Was ist los? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich die ganze Zeit in die falsche Richtung geguckt. Oh Gott. Da ist zugemauert alles. Okay, super. Also auf Klo gehen ist auch nicht mehr. Ne, hier doch. War ja das Klo. Da ist es schon. Tropft da Wasser neben, Mann? Oh, jetzt, ich wollte gerade schon mal zur Tür rennen. Das war das, ja, das war das Discord-Klopfen auch. Wer war das? Nein, das war ein Spiel. Das war ein Spiel. Ach so. Aber es ist genau derselbe Sound gewesen. Ja, oh Gott. Oh. Machen wir den Duschvorhang mal auf? Machen wir den mal auf? Nein. Nein. Wir machen den wohl mal auf. Nein. Na toll. Ah, Wasser kannst du ablassen. Ist unspektakulär eigentlich jetzt gerade. Aber, oh, das ist eine Kugel. Eine Christbaumkugel. Ah, da hast du sie gefunden. Der explodiert jetzt bestimmt gleich. Ne, die nehmen wir einfach mal mit. Ah, oh, sehr schön. Wer jammert da wieder? Wer war das denn? Da stand eine. Ja. Ein Mädchen. War das Anja? Wer weiß. Also da sind diese Erschreckdinger aber wesentlich öfter als. Ja, ich glaube deshalb, weil das ja auch ein
kürzeres Spiel ist, da müssen sie halt mehr unterbringen. Alter Schwede, ey. Das muss ein bisschen gestrafterer Form passieren. Ja. Wo müssen wir die jetzt aufhängen? Achso, müssen wir eben gucken. Finde 4 Neujahrsspielzeuge raus aus der Wohnung. Okay. Draußen oder müssen wir die drin in der Wohnung? Ja, das ist wahrscheinlich die Übersetzung. Wahrscheinlich müssen wir es draußen finden. Ja, war schon richtig. Aber da ist doch zu. Achso, hier ist... Da ist doch unsere eigentliche Tür. Eigentlich ja, ne? Wie sollen wir denn raus aus der Wohnung kommen? Ha. Wir könnten uns das Klo runterspülen, aber... Das ist eine interessante Idee. Ach, da steht auch noch so ein Baum. Ey, alter Schwede. Die ist doch zu... Oh, ich denke jetzt jedes Mal, wenn du irgendwo um die Ecke kommst, da springt da jemand irgendwie durch die Gegend. Aber das wird erst wieder passieren, wenn du es nicht mehr denkst. Ja, ich glaube auch. Wie kommen wir denn da jetzt raus? Vielleicht über den Balkon. Vielleicht springen wir einfach vom Balkon, dann hat sich das Ganze erledigt. Ja. Aber da kann man ja noch nicht was runterspringen. Verdammt, ey. Durch die Luke? Die ist doch nicht mehr da, oder? Nee, die ist so. Ja, oder wir müssen halt doch die 4 Dinger erst finden. Aber wo? Und was sind Neujahrsspielzeuge? Ja, gute Frage. Weil vielleicht geht dann die Mauer wieder weg, damit wir aus der Wohnung rauskommen. Kann auch so gemeint sein, ja. Ich habe jetzt gerade gar keine Vorstellung davon, was ein Neujahrsspielzeug sein könnte. Nee, da lag auf jeden Fall gerade wieder ein blutiges Etwas auf dem Geschenk. Neuerdings. Da, guck mal. Ein Ohr oder was ist das? Das will ich nicht beschwören. Ich kann das nicht so klar definieren. So, gucken wir nochmal hier. Neues Spielzeug. Keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht, was da gemeint ist. Ja. Da haben wir ja jetzt alles geguckt. Der Zettel ist da immer noch der, oder? Ja, das ist der vorhin. Okay. Kannst du die Tür vielleicht mal... Ja, aber nicht, wenn du dann im Räumchen bist. Nee, ich kann sie auch nicht. Okay. Ich kann da nichts dran machen. Gib es doch. Oh nee, also ein Klo. Wo nicht? Denn irgendwie ein Inventar oder so, ne? Ja. Also, dass ich mal nachgucken könnte, ob wir schon was haben, weil wir haben ja schon diese Weihnachtskugel gehabt, da haben wir ja noch nichts mit gemacht. Ja, die sollte man ja eigentlich an den Baum irgendwie, oder? Ja, aber vielleicht ist sie ja mitgemeint oder so. Keine Ahnung. Ich höre auch immer Türen irgendwie. Ja, Jos. Und hier geht's nicht weiter. Vielleicht ist ja eigentlich
Vielleicht hat das ja mit Weihnachten dann zu tun, weil in Russland ist doch Weihnachten irgendwie 7. Januar oder sowas, ne? Oder war das nicht so? Keine Ahnung. Ist das irgendwie da anders? Ja, ich weiß, ich kenn's doch. Vielleicht fehlt uns da einfach nur noch ein, zwei Sachen. Also irgendwie hatten wir nicht eben schon irgendwas gefunden vor der Weihnachtskugel? Nee. Und die Schränke, die kriegst du ja auch alle nicht auf, ne? Oh, nee, scheinbar nicht. War da gerade was? Oder habe ich da nur ein... Ah, ich habe nicht ihn gesehen. Ja, irgendwie so. Ja, gut, so wie es aussieht. Ganz viele. Pfui. Kann ich irgendwie. Nee. Aber schöne Idee, so mit dem. Ja. Stiefel mit dem Messer drin. Sehr genommen. Na, dann mal sehen. Finde 4 Neujahrsspielzeuge. Raus aus der Wohnung. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was du von uns wollen. Vier neue Spielzeug. Vielleicht unter der Decke, vielleicht gucken wir auch einfach falsch die ganze Zeit. Wahrscheinlich gucken wir falsch. Aber muss man nach oben gucken. Auch in der Wohnung da hinten, weißt du? Ja, kann man auch mal machen. Das kann ich ja irgendwie. Nee, da ist nichts. Hier so ziemlich alles angeklickt, was man anklicken kann. Okay, gucken wir mal unter der Decke. Müsste doch eigentlich irgendwas gehen. Ich habe keine Ahnung. Noch überfragt. Also im Moment frage ich mich immer, sind wir da so unfähig oder finden andere das auch nicht so schnell? Naja, ich meine, im Grunde haben wir ja alles angeguckt. Ich weiß jetzt nicht. Ja. Wüsste jetzt auch nicht, was hier ich noch... Ich kann ja mal googeln, was russische Neujahrsspielzeuge sind. Ja, machen wir. Russische Neujahrsspielzeuge. Also das sind diese. Nee, warte.
Da sind diese Matruschkas, diese, Matruschkas haben wir die nicht eben irgendwo gesehen? Ja, im Schrank stehen die. Ja, da, ne? Das wäre aber dann zu einfach jetzt. Ja, ja. Und da stand aber auch gerade was, bevor ich hier weitergeklickt habe. Russisches Neujahrspielzeug Weihnachtsbaum. Russisches Neujahrspielzeug Weihnachtsbaum Spitzenhut. Rotes Sternlicht. Stern Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum Spitzen. Also es sollen auf jeden Fall Puppen sein. Es handelt sich um russische Vintage-Puppen. Okay, Puppen. Jetzt habe ich hier was nach Russischem gesucht. Jetzt werde ich gleich wahrscheinlich die den BND hier in der Bude stehen oder so. Natürlich. Nein, weil hier mein Google mir auch andere Sachen zeigt. Ja, ja. Russische Demonstrationen. Mm, ja, so. Ja, natürlich tut's das. Kann das nächste Mal jemand anderes googeln, bitte? Aber das sind doch hier... Ja, aber du kannst es doch nicht nehmen. Nee, ich kann es nicht anklicken. Die Puppen konntest du auch nicht nehmen. Nicht aufmachen und so, ne? Die Matruschkas, nee. Ja. Moment, was war jetzt nochmal die Aufgabe? Na, 4 russische Weihnachtsspielzeuge, neue Spielzeuge finden und dann raus aus der Wohnung. Naja, russische steht da ja nicht, da steht ja nur. Wir gehen ja nur von russisch aus. Ach so. Ja, ja, aber weil es ja russisch ist, deswegen gehen wir einfach davon. Ja, okay, stimmt. Nur, dann werden wir die ja doch schnell irgendwo finden. Vielleicht hätte ich gar nicht russisch suchen müssen. Ich höre schon die Sirenen. Warte mal. Das sind Neujahrsspielzeuge. Guck mal einfach. Ja, aber es war doch jetzt ein Zufall, dass da sofort diese Matruschka stand. Nee, da nicht. Ja, ich. Wir haben doch überall auf dem Boden geguckt. Auf dem Boden, an der Decke, an den Wänden, an den. Sollen wir nochmal zu Matruschkas gehen? Matruschkas mal. Matruschkas. Ja, aber da komme ich irgendwie an den Schrank nicht ran. Das ist halt das Ding. Wo Klo ist auch nichts. Da wäre eigentlich so unser Ausgang. Ja. Doch die Uhr. Oh. Da muss das ja hier drin liegen irgendwo, ne? Ja. Und dann im Schrank sind die Puppen. Naja, da. Das Geschenk aber kannst sind du ja auch. Es sind ja aber auch mehr als 4. Wir brauchen ja nur 4. Was kann ich? Das Geschenk da kannst du nichts mitmachen. Nee. Scheinbar nicht. Gut. Ah, was ist denn die Tür? Was ist denn da drin? Ein Auge. Ah. Eine Zunge. Angenehm. Und jede Menge Küchenschaben. Oder Kakerlaken oder so. Ja. Ist das gleiche? Küchenschaben und Kakerlaken? Glaube was? Ich glaube schon, ja. Ja. So, das kann doch nicht sein. Ja. Ha. Ja, da ist nichts. So, wow. Jack. Oh Gott, ey. Ey, aber die sind ja... Ich verstehe es nicht. Könntet, bevor wir jetzt hier ewig noch rumrennen, googeln. Ich bin gerade schon dabei. Sehr gut. Aber nur die eine Sache bitte dann. Ja, ja, ja. Weil das sehe ich jetzt nicht, also ich will jetzt nicht dafür hier noch eine Stunde rumlaufen. Ja, ja, eben.
gespannt, wie dämlich das ist, was dabei rauskommt. Viel neues Spielzeug. Ja, jetzt kann ich mir erst noch wieder eine halbe Stunde Werbung angucken. Genau. Ja, ich will keine Deo-Werbung. Mach weg. Also das ist tatsächlich der Stern, die beiden kleinen Pakete. Aber wie hat er die denn gefunden? Und was hat er da noch? Ja, dass das auf dem Tisch liegt, ne? Ja, ja, also der Stern und die beiden Geschenkdinger. Das wir müssen erstmal zu dem Tisch. Aber die komische Puppe da war, oder? Ja, 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 aber der Stern, der steckt doch noch in dem Ding drin. Kamen wir ja ganz da auf. Wir müssen erstmal den Tisch finden. Wir drehen uns gerade im Kreis. Welchen Tisch denn? Diesen weißen Tisch. Einen weißen Tisch? Ja, da wo der Elf war. Außerdem sieht das auch eher aus, als wenn das nach dem wäre, was wir gesucht haben. Item Locations. Und das hat es ja vorher raus müssen? Dass wir erstmal raus müssen? Ja, dann kommen wir nicht raus. Kommen wir nicht? Nee, weil unser Ausgang ist ja zugemauert. Hier. Ich dachte, du könntest die Tür vielleicht zumachen. Ach so, ja. Nee, das habe ich ja auch schon versucht. Ach so, ja, dann muss dieser komische Tisch ja irgendwo sein. Warte, also das sieht, klar. In dem Video sieht es definitiv so aus, als wenn eigentlich der da schon die Sachen gefunden hat. Die Linie hat er ja schon auf den Tisch gelegt, aber wo hat er die gefunden? Ach so. Beziehungsweise wir wissen ja, wo die liegen, aber wir können die ja nicht nehmen. Nee. Ich hatte gerade ein anderes Video. Also es ist auf jeden Fall der gelbe Stern, dann diese rote Schachtel, Geschenkschachtel, die schon offen ist. Dann so eine kleine blaue Geschenkschachtel. Und ja, dann noch irgendwas anderes. Die Geschenkschachteln, die kann man ja auch alle... Also die sehen wir ja. Ja, ja, aber man kann sie ja nicht nehmen. Die, da, die kleine blaue, kleine, genau da. Die. Aber wir können sie nicht nehmen. Dann fehlt noch was, oder? Müssen wir da vorne irgendwann mal. Aber laut Aufgabe ist es ja genau das, dass wir die vier... Ja, und diese rote offene Schachtel halt. Die? Nee, oder nicht die andere da. Die mit dem Auge oder was? Ja, die. Aber wir können es ja nicht nehmen. Nee. Und halt den Stern, der dem einen im Kopf steckt. Ja, gut. Also, aber ja, okay, der steckt ja. Das sind ja mehrere, den der im Kopf steckt, ne? Oder? Das waren noch mehrere. Nee. Nur der eine. Dieser gelbe Stern. Ein Stern da. Der. Hier, aber ich meine, da hätte ich doch noch jemanden gesehen, der so ein Ding im Kopf stecken hat. Ich meine, das wäre nur der eine. Aber ich weiß auch nicht, was das vierte sein soll. Ich kann das da ehrlich gesagt nicht so drauf sehen. Hier ist eine Zuckerstange. Was? Eine Zuckerstange an dem Typen. Kannst mit dem Stern. Nehmen? Ja. Okay, die sehe ich jetzt in dem auf dem Video. Jetzt ist jemand gerannt. Jetzt ist jemand gerannt. Das nächste nehmen. Ja, kann sein. Hast du den Stern versucht jetzt? Nee, aber das ist vielleicht das Ding. Da, genau, da ist nämlich doch einer mit Stern. Ah ja, noch einer mit Stern. Der hat vielleicht auch noch etwas an sich dranhängen. Vielleicht. Wenn nicht, dann versuch mal den oder die Geschenkschachteln da zu nehmen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Könnte man jetzt auch probieren. Da nicht. Okay, aber diese Lampe, die da auf dem Boden steht, da, die steht da auch auf dem Tischchen. Aber die kannst du nicht nehmen. Die kann ich wohl noch nicht nehmen. Kannst du den Stern von dem anderen Geschenk nehmen? Von dem anderen Weihnachtsbaum. Der da im Kopf steckt. Den hier, meinst du? Ja, den hat es ja probiert. Der geht ja nicht. Und da ist doch noch ein zweiter. Ich meine, dass da sogar noch mehr sind. Das ist nicht nur der. Also wir haben den da gehabt. Da ist ja noch einer. Da war ja die Zuckerstange an dem dran. Ja. Das ist der. So, warte, dann müssen wir eben rüber. Der Tannenbaum selber hat ja nichts. Oh! Hä?
Okay, ich bin verwirrt. Aber okay, dann gehen wir mal durch. Ja. Warum immer diese Diskrepanz zwischen sieht hübsch aus und hört sich übel an? Da haben wir es ja auch allein geschafft. Gewissermaßen eigentlich schon, ne? Durch Zufall. Da ist der Tisch, da ist der Tisch. Siehst du? Ja, da ist der Tisch, den wir gerade gesehen haben. Ach, vielleicht weil wir die Zuckerstange haben. Ja, vielleicht hatten wir damit schon alles oder so. Ja. Achso, das ist blaue Päckchen. Geschenke, genau. Ja. Und das ist der Stern. Hm? Spiel mit mir. Spiel mit mir. Nee, will ich aber nicht. Jetzt konntest du den Stern aber anklicken, ne? Ja. Aber nur angucken wahrscheinlich. Nee. Zieh dir deine Aufgabe an. Schmücke den Weihnachtsbaum. Oh ja. Lecko funny, ey. Das sind doch alles Leichen hier. Hier ist eine Leiche. Ja, klar. Und da ist eine Leiche. Das sind die. Guck mal, da liegt das Auge. Ja. Und die Zunge. Okay. Ja, lass mal den Weihnachtsbaum spielen. Ja, nicht den. Den. Was? Oder? Nee, den richtigen, den echten Weihnachtsbaum. Ja, das ist ja kein Weihnachtsbaum. Genau. Ach so, okay. Den großen, der da steht. Ach so. Ja. Oh Gott. Lass das. Was war? Der kam uns gerade entgegengekrabbelt. Ja. Nicht drauf achten, einfach weitergehen. Nicht drauf. Tun so, als wäre nichts passiert. Ja. Bäh. Den. Die Puppe schon wieder. Ja, Tag. Brasnies. Was? Steh auf. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну максимум, кого здесь можно бояться, это по идее старый ебанутый маньяк, который до сих пор жив. Но если он до сих пор жив, почему он до сих пор Яшу, блядь, не зарезал? У Яши же там типа почки до сих пор на месте. Он же, наверное, должен за ним охотиться или как-то так. Так, а зачем я взял болторез, если здесь больше не было запертых мест? Так, я не понимаю. Ебать! Das heißt wahrscheinlich Scheiße, oder? Так, вот это стандартная была стандартная скрема, а стандартная я видел такую рожу уже неоднократно, не раз видел такую. Окей. Окей. Verstörend, aber. Ja. Verstörender halt so. Quickie. Ja, genau. Russischer Quickie. So, kann das dann mit, bitte aufhören? Aber die Sounds sind gut, muss man ihn lassen. Karp war das doch, ne? Russische Kellerpornos? Ja, genau. So. Wo heißt das denn 7. September, wenn das Weihnachten ist? Das sind so diese Geheimnisse. Die wir oder wenn du jetzt auf weiter klickst, oder kommt jetzt ein neues Kapitel oder was? Oder nein, ist wirklich denk, Ende? Nein, das Spiel wird zu Ende sein. Чё ты вот ходишь там стучишь, блядь? Ты в курсе, что у меня болторез есть? Я тебе сейчас всю стучалку твою отрежу, нахуй, нечем стучать будет, понял? Ну максимум, кого здесь можно бояться, это по идее старый... Окей. Да, окей. Я витцешь. Ебанутый маньяк. Ja, ist gut. Ja. Ja, den Abschwung brauchen wir nicht mehr. Nee, aber das war es jetzt, oder was? Ja, das ist halt so ein Kurzhorrorspiel. Ja, der hat sich doch jetzt gefragt, ob er geträumt hat. Ja. Und das Haus macht ihn fertig, hat er gesagt. Und keine Ahnung, also er wusste jetzt halt nicht, ist das real oder Traum. Ja, Kurzhorror halt. Ja, da kannst du jetzt keine tiefer gehende Story erwarten. Wir haben uns ein paar Mal erschreckt. Genau. Das ist eigentlich schon. Genau. Das reicht schon. Ich fand's, ja, war. Das ist ja auch so ein absolutes. Ich glaube, das ist zurzeit sogar im Angebot für 1,27 Euro oder so. Hätte ich auch nicht bezahlt. Ich weiß nicht, ich kann sein, dass ich 3 Euro bezahlt habe. Ich will mich da jetzt gerade nicht festlegen, weil ich habe das jetzt schon eine Weile. Hast du dann wenigstens so eine Puppe dabei gekriegt?
Ja, die sitzt jetzt gerade mir gegenüber und starrt mich an. Oh. Und zeigt Richtung Haustür. Ja, Haustür. Genau. Ja, nee, ja, also. Aber Matroschka auf dem Wohnzimmerschrank stehen. Ja, ja, gut, ja, Matroschka, das geht ja eigentlich. Ist ja normalerweise erstmal. Kind gekriegt. Oh. Ja, also wir werden noch weitere dieser Kurzgames, allerdings nicht mehr von Emika, also eventuell irgendwann auch wieder, aber wir haben da ja noch ein paar andere Sachen im Programm, die ihr dann demnächst sehen werdet. Hi. Und ja, genau. Wie Exit 8 und ich sehe Lexi schon im Kopf schreien, Shinkansen. Ja. Zum Beispiel, Und noch so ein paar andere Fierstufässer haben wir auch noch zwei Games. Und ja. Das kommt dann alles demnächst für euch. Damit sind wir weg, raus. Nicht weg, aber sind aus dem Spiel raus. Freuen uns über eine positive Bewertung und sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.